Fuß. Es ist ein Spiel, das an die Grenzen geht und nur zwei Teams kommen weiter. Zwei Teams werden dann im Finale stehen und darum kämpfen, wer sind die Besten der Welt. Und das sind die Regeln dazu. Die Teams müssen entsprechend ihrer bisher erreichten Platzierung zwischen 20 und 26 Sekunden lang entkommen. Wird der Läufer gefangen, ist er aus dem Spiel. Der verbleibende Spieler wird jetzt zum Läufer und das gegnerische Team schickt einen neuen Fänger aufs Feld. Schafft es ein Läufer zu entkommen, bleibt er im Spiel und das gegnerische Team muss einen neuen Fänger stellen. Sobald alle Spieler eines Teams ausgeschieden sind, hat das Team verloren. Die Gewinner des Duells ziehen ins Finale ein. Ach ja, bei den animierten Figuren da gerade in der Spielerklärung, da sieht das immer so einfach aus. Aber dieses Spiel ist wirklich ein K.O.-Match im wahrsten Sinne des Wortes. Wir rechnen jetzt Punkte in Zeiten um und auch in Platzierungen. Und da ist es ganz klar, Team Europa 75 Punkte, klare Nummer 1. Die müssen 20 Sekunden weglaufen, wohlverdient. Bei Team Afrika ist es auch klar, die sind zwei Platzierte und müssen damit 22 Sekunden weglaufen. Team Asien und Team Amerika haben beide 35 Punkte. Und in dem Fall müssen halt beide 24 Sekunden weglaufen. Wir starten mit Europa gegen Asien. Ihr geht bitte alle auf eure Plätze. Und es gibt nur einen Mann, der wie hier immer den Überblick hat. Unser Jan Platte. Ich versuche auf jeden Fall, Andrea, ihn zu behalten. Das Team Europa um Olli ist auf jeden Fall als erstes mit Fangen dran. Olli und sein Team, da sind so viele erfahrene Parkourer dabei. Entscheidet euch, wer fängt bei euch an? Kirby natürlich auch ständig. Okay, die sind safe. Also, ihr Lieben, Team Europa, stellt bitte den oder die Erste hin. Steffi fängt an. Mit Fangen und Team Asien schickt jetzt bitte jemanden rein, und zwar den Ersten, der wegläuft. Und das im besten Fall 24 Sekunden lang. Wir haben Eugene fürs Team Asien in Türkis, sich da versteckend. Und wir haben eine der besten Ninja-Sportlerinnen Europas, die loslegen wird für Europa. Sie hat 24 Sekunden Zeit, Steffi Noppinger aus Österreich, Eugene zu catchen. Los geht's mit dem Obstacle Race. 3, 2, 1, catch. Steffi kennt den Parcours, aber Eugene war ja auch schon mal da. Erst ein paar Sekunden hat er. Untenrum sagt Steffi, geht's besser. Und Eugene entscheidet sich. Da gibt's einen Stangenkontakt für das schnelle Hin und Her. Du bist gut dabei, Steffi, du bist nah dran. Aber Eugene, fühlt sich zu sicher. So fest zugeschlagen, dass die Hand mal kurz ausgeschüttelt werden muss. Aber wie knapp geht das dann bitte unten rum? Gerade so eben noch. Und wie gut kann man beschleunigen im Rutschen? Steffi, sensationell gut. Rollentausch. Steffi hat erfolgreich gefangen. Jetzt haut sie ab. Und zwar vor ihm hier. Vor Min Wu Nok. 3, 2, 1, catch. Genauso ist es. Silke kommentiert mit 20 Sekunden. Sie kommt da oben sogar noch gut lang, gut weg. Sie hat Tempo und immer wieder querfällt ein. Und jetzt ist die Frage, kommt sie weg? Nein! Olli guckt recht beeindruckt, ob des Tempos, was da vorgelegt wird, oder? Ja, für jeden was dabei. Großartig, dieses Verfolgungsrennen. Und dann fehlt Zeit. Und das ist so sehr nachvollziehbar am Resttempo hinten raus. Daumen hoch in diesem Fall für Min, der gut fängt. Aber wie gut läuft er weg? Benny Grams. 3, 2, 1, catch. Normalerweise sieht der super viel Geschwindigkeit und ist dann auch schnell und erfolgreich unterwegs. Boom, da wird er so ein bisschen in die Falle gelockt. Jetzt hat er ihn aber. Das ist wirklich erstaunlich. Dafür, dass der Kerl auch die Treppen gelaufen ist eben gerade und das so flott gemacht hat. Und jetzt ist er schon wieder so frisch. Wie hat er gesagt? Training zahlt sich aus. Benny beweist, dass es stimmt. Mal sehen, ob Benny gleich auch noch so sehr strahlt, wenn er ist.
mit ihm zu tun bekommt. 3, 2, 1, Catch. Chan Nguyen hat selber über sich gesagt, früher war ich ein asiatischer Lauch, hab nur rumgehangen, aber dann hat er den Sport für sich entdeckt und jetzt muss er die Geschwindigkeit entdecken. Uiuiui, Benny. Gleicher Move und wieder der Richtungswechsel, sind noch 5 Sekunden, er gibt Gummi und jetzt hat er es. Er hat es, wenn er da unten gut durchkommt und wegkommt. Ja, 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 man muss es auch zu Ende bringen, was man da angefangen hat. Also ich würde sagen, über alle Sendungen hinweg und auch heute wieder betreffend gibt es keinen Athleten, der alles so sehr verkörpert, was man hier braucht, wie Benny Grams. In der Form seines Lebens. So. Und jetzt Waldi und Benny, die zwei. So ein Dauerrendezvous heute. Es wird das letzte sein, ihr Lieben. 3, 2, 1, Catch. Ganz, ganz wichtig natürlich für Team Asien, dass das gut geht mit Waldi in der Verfolgung. Es sind noch 12 Sekunden, aber Benny, nee, fühlt sich sicher und kennt einfach jeden Schleichweg. Jetzt vergaloppiert er sich so ein bisschen, aber er hält das Tempo aufrecht, rutscht weg, rutscht durch. Und auch er ist zu flott unterwegs für den fantastischen Waldi Müller. Jetzt ist es so ein bisschen einer gegen alle. Wow, wow, wow. Aber intuitiv, Benny immer mit den richtigen Bewegungen. Man merkt sie, Mann. Der ist diesen Parcours in den letzten Wochen jetzt eben das ein oder andere Mal gelaufen. Melissa, no pressure. Also einerseits hängt es natürlich von dir ab, denn du bist jetzt die letzte Läuferin, die das Team Asien noch hat. Aber tob dich aus. Hat Spaß. 20 Sekunden lang. 3, 2, 1, Catch. Dass das nahezu ein Ding der Unmöglichkeit ist, ist uns allen klar. Aber wer weiß, vielleicht ist Benny auch ein bisschen zu selbstverliebt. Benny, mach mal Flip. Benny, mach mal Flip. Also, da möchte jemand noch was sehen. Da kommt der Flip und das ist der Flip. Rein ins Finale bei diesem Kampf der Kontinente. Benny Grams, aber insgesamt auch eine Teamleistung, aber er sticht dann schon natürlich so ein bisschen heraus, der Strahlemann. Wow, wow, wow. Olli ist in diesem Fall Obstacle verschont geblieben und Benny hat Zeit für die artistische Seele in sich drin, um genau die auszuleben. Also danke erstmal Team Asien, aber Olli, Gratulation. Ich muss, bevor du zu Wort kommen darfst, einen Mann hervorheben. Bei Benny, man will ja nicht immer einen so hervorheben, aber du bist in einer unfassbaren Form und du hast diesen Obstacle Race für dein Team entschieden, muss man einfach so sagen. Absolut. Ja, es hat mega Spaß gemacht. Ich habe die Beine schon gut gespürt von den Treppen, aber es ging irgendwie dann doch, weil wenn instant an... Warte, du hast die Beine gut gespürt und dann gedacht, aber so ein Salto kann man schon noch machen, oder wie? Ja, das ist der Autopilot und da kommen halt die letzten Körner noch raus und... Ja, muss funktionieren. Es ist einerseits schade, weil Olli hat sich auch vorgenommen, hat er mir vorher noch gesagt, du wolltest auch mit dem Flip eigentlich hier abgehen. Ja, ich weiß, aber ich habe ja noch gleich dann im Finale die Chance. Aber ich würde gerne zumindest mich mal freiwillig anbieten, das Gefühl mal zu haben hier in dem Ding, gegen irgendjemand nochmal anzutreten, vielleicht gegen einen der Prominenten. Ich fang dich. Ja, danke, wir beide dann. Dankeschön, sehr nett. Machen wir. Ja. Machen wir wirklich. Ich fange Olli Pocher. Oder magst du mich fangen? Das ist mir eigentlich egal. Das ist scheißegal. Es wird würdelos, wird es ohnehin. Sag einfach. Ja, dann fang. Wer fängt wen? Ich fang dich. Du fängst mich? Ich fang Olli. Alles klar. Geht das? Können wir das? Ist das so? Ja, logen geht das. Ich möchte zumindest auch fürs Gefühl dann einmal. Simon, es wäre jetzt so unfassbar. Bist du bereit? Es wäre so unfassbar dumm, wenn ich mich jetzt verletzen würde. Das wäre sehr dumm. So das einfach in so einem Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein, wo es um nichts geht. Aber gut. Hast du gehört, du bist Liechtenstein, Simon? Seid ihr bereit? Ja. Es ist der Kampf der Giganten. 3, 2, 1, Catch. Um Gottes Willen. Er kommt wunderbar los, aber das ist alles nur Tarnung. Denn Simon ist nah dran an Olli. Oh Gott, der stolpert tatsächlich. Und jetzt liegen sie gleich aufeinander. Er setzt sich drauf.
Da hat er ihn gefangen und wie er ihn gefangen hat. Du wirst nicht glauben, was ich mir gerade wehgetan habe. Sag! Den Daumen! Nicht dein Ernst, aber eine gute Nachricht, den brauchst du fürs Finale auf jeden Fall nicht. Also an Schönheit war dieses Rennen auf jeden Fall ja, zu überbieten. Du Trickbetrüger, Simon. Da habe ich mir den Daumen. Ja, aber ihr seid beide ausgerutscht. Du beim Start einfach mal weg. Ich hatte noch meine Zigaretten im Schuh. Und warte mal, guck mal hinter euch, wie galant, wie schön, eine Gazelle. Und bei euch eher so. Jetzt will ich Silke. Ja, lass lieber du kriegst Benny. Das war jetzt unsere kleine Halbzeitpause, eine schöne Einlage. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, wer kommt ins Finale? Wer tritt gegen Europa an? Ist es Amerika oder ist es Afrika? Wir sind gespannt. Das sind wir in der Tat. Und das Team Afrika ist das Team, das als Zweitplatzierte sich für dieses Halbfinale qualifiziert hat. Okay. You want to be the first Vader? Yeah, sure. Okay, let's do that. So I get this over with. Luis Schakmim. You can do this. Stuntman aus Brasilien. Oh, Lou, that's it. Er bekommt es zu tun mit Nabil Adem. Fais attention à toi. Los geht's mit dem Duell Afrika gegen Amerika. 3, 2, 1, Catch. Also vom Tempo her sind wir auf jeden Fall ganz klar bei Nabil, beim Schnelleren. Aber Luis mit einem sehr, sehr guten Move. Der bringt ihm Zeit, der bringt ihm Meter. Sind nur noch 10 Sekunden. Zwischensprint abgeklatscht, weil es dann doch nicht schnell genug geht. Und wir sehen noch mal in der Verlangsamung, wie Luis das hier einmal richtig, richtig gut macht. Das kostet Kraft für Nabil. Aber der haut dann zu und darf jetzt rennen, wegrennen. Und zwar vor Javi. Auf der Jagd nach Nabil. 3, 2, 1, Catch. Also woran Javi es nie hat fehlen lassen, war Intensität. Der springt. Das sieht ja so easy peasy aus. Und der kommt ran und verspringt sich kurz, weil im entscheidenden Augenblick Nabil noch die Richtung ändert. Es sind noch ein paar Sekunden, aber er kommt nicht weg. Nein, nein, er kommt nicht weg. Eine Coolness. Javi Rodriguez Alvarez, muy bien hecho. Sehr, sehr gut, wie er das macht. Null Hektik. Druck konstant hochgehalten. Nabil merkt das auch. Nee, so richtig weg komme ich nicht. Das ist natürlich eine perfekte Entscheidung gewesen. Im perfekten Moment, im kritischen Moment. Aber hier ist die Drehung zu schnell von Javi. Rollentausch. Afrika fängt. Amerika haut ab. Wir erleben Dean im Obstacle. 3, 2, 1, Catch. Dean. Oh, in der Hoffnung, da gleich mal durchzuwischen und ihn zu erwischen. Ja, Be Smart wird reingerufen. Uiuiuiui, er ist vor allen Dingen sprunggewaltig. Ja, so spielt das Dean bei uns. Bei Catch. Ja. Das Gesicht von Andrea, wunderbar. Aber du kennst ihn doch gar nicht anders. Und jetzt müssen sich Giovanni und Dion, wenn ich das sehe, kurz einig werden. Ihr könnt euch jetzt entscheiden. Ja, und die Entscheidung ist gefallen. Dion Jameson hat sie getroffen. Er hat sich für sich selbst entschieden. Und versucht, ihn zu fangen. 3, 2, 1, Catch. Schnappt er ihn sich oder nicht? Dean mit einem kleinen Wechselspielchen. Es ist ein Catch. Also, das Wechselspielchen geht weiter. Dion hat die Krallen ausgefahren, mit dem Fingernagel gefangen und bekommt es jetzt mit Valentin Dubois zu tun. 3, 2, 1, Catch. Valentin, die zwei großen Kerle gegeneinander. Dion mischt so ein bisschen Geschwindigkeit mit rein.
ganz, ganz fair, Dion in diesem Fall. Der gleiche anzeigt, nee, er hat nicht gehabt. Mit den langen Armen zugeschlagen. Hier sind sie nah beieinander. Es ist der Stolperer, der ihn nicht wegkommen lässt. Und dann sind wir wieder bei so einem Catch. Also irgendwie hat er Dion nicht das Copyright drauf auf diese ganz knappen Geschichten, sondern wird jetzt auf ähnliche Weise gecatcht. Nächstes Duell, Giovanni gegen Valentin. 3, 2, 1, Catch. Die Außenbahn wird mal genommen von Giovanni. Oh ja, 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 das ist ein Monster-Kurzarbeiter. Keine 5 Sekunden braucht er. Es gibt in diesem Spiel leider keinen Bonus für den Quickest Catch. Aber wie viel Tempo kann man bitte aufnehmen? Wow, wow, wow. Und dann sind wir mal wieder bei einer klaren Geschichte, was das Fangen angeht. Wenn ich richtig mitgezählt habe, noch 2 auf jeder Seite. Hans ist der Nächste beim Team Afrika. Und Giovanni ist noch frisch. Da kannst du was drauf geben. 3, 2, 1, Catch. Ganz, ganz wichtige 24 Sekunden. Aber wir haben Hans schon so großartig performen sehen. Kommt da kurz aus dem Tritt heute in so vielen Geschichten. Macht Druck, Hans. Das musst du auf jeden Fall machen. Nicht im Stehen, bring ihn in Bewegung. Das gibt es nicht. Er hypnotisiert ihn so ein Stück weit. Wahnsinn! In einem Moment, in dem man denkt, was soll Giovanni noch passieren? Toll! Luna muss noch die Schnürbänder richtig festmachen, bevor sie dann so richtig loslegt. Sich hat zu schnappen. Möglicherweise schon der letzte Lauf. 3, 1, Catch. Und Luna hat auch mitgekriegt. Hans war so viel unterwegs. Den muss ich beschäftigen. Den muss ich in Bewegung halten. Hans, uiuiui. Vertritt sich so ein bisschen. 10 Sekunden. Komm, Luna, mach nochmal Druck. Links, rechts rum. Genau. Sorgt dafür, dass er Entscheidungen treffen muss. Hans haut ab und er tut's erfolgreich. Wir haben den zweiten Finalteilnehmer. Das Team Afrika ist als Titelverteidiger auch wieder im Finale. Es gibt die Revanche vom letzten Jahr, aber ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen, der jetzt erstmal auf wundersame Weise zu Kräften kommen muss. Das hat richtig gekostet. Es ist schon fast wieder der Klassiker. Afrika gegen Europa im Finale. Und Oliver Pocher hat ganz zu Beginn noch zu mir gesagt, ja, mindestens 2 gebrochene Schienbeine. Du hast einen kleinen Showrun wie Simon gewagt. So, wie geht's dir denn? Ja, es ist jetzt nur noch eine Kapselverletzung im Daumen geworden, aber wenigstens ein bisschen was. Es ist aber nicht so wie Männerschnupfen, oder? Nee, es ist jetzt auch, ertragbar. Es ist auch nichts gebrochen oder so. Ich kann es auch einigermaßen bewegen. Wir kühlen es jetzt und es ist ein bisschen ärgerlich gleich für den Staffellauf, aber muss trotzdem reichen. Du kannst den Staffelstab noch halten. Das geht noch. Das werden wir gleich rausfinden.